So, und damit wünsche ich euch ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von dem wunderschönen Lego City Undercover. Im letzten Part habe ich keine Ahnung, was getan. Im Übrigen, der Part ist jetzt das auch, was ich schon im letzten Infovideo erwähnt habe, das nachkommentierte. Das heißt, ich werde hier nicht on-topic sein, sondern werde eure Fragen beantworten, wo ich jetzt erstmal sagen muss, dass ihr super seid und mir verdammt viele Fragen geschrieben habt. Und ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen Gesprächsthemen für irgendwelche anderen Videos habe. Sowas hätte ich gern öfters. Denn ich rede halt echt irgendwie gern über Fragen oder ich beantworte Fragen. Aber ich habe halt das Problem, beziehungsweise mir persönlich fallen keine ein. Und irgendwie habe ich auch nie Lust oder irgendwie kommt auch nie so richtig was zusammen, wenn ich irgendwie auf Twitter oder so frage. Hab's zwar schon länger nicht mehr probiert, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich werde jetzt nicht so viel aufs Gameplay eingehen. Ich sehe das jetzt im Hintergrund, aber ich will es halt nicht auslassen, von daher. Ich muss jetzt erstmal eine Frage raussuchen, denn das ist jetzt ziemlich spontan. Der Part sollte schon morgen kommen, der sollte am 10.01. kommen. Ratet mal warum. Ich habe nämlich jetzt besseres Internet, das heißt, ich kann diese fucking Videos, die ich jetzt, das ich zum Beispiel jetzt aufnehme, jetzt circa 2 Stunden hochladen. Ja, weniger, 1,5 würde ich sagen. Das ist sehr toll. Das heißt, ich kann endlich mal Parts bisschen pünktlicher bringen. Erstens, also zweitens, ich kann auch mal am Tag davor oder so aufnehmen, das, was ich vorher nicht konnte. Aber das jetzt mal nebensächlich. Und ich kann mir Videos hochladen. Ja, geil. Und by the way, in 5 Minuten ist ein Spiel von mir runtergeladen und eigentlich wollte ich das dann spielen, aber ich nehme wohl doch das vorher jetzt noch auf. Was reden wir denn jetzt heute? Oh Gott, ich habe jetzt die ganzen Fragen. Ich glaube am besten ist, ich nehme jetzt erstmal die ganzen Fun-Fragen dran. Und zwar ist die erste Frage von Ben: Bist du gay? Und ich habe da auch schon geantwortet: Ja, natürlich, ich bin vollkommen schwul. Ich ficke Männer halt in den Po und ja, bye. Natürlich nur Spaß, Jungs. Ich lecke gerne, ihr wisst schon was, ja, bye. Dann die nächste Frage von Justin Hebel: Warum fallen wir? Das frage ich mich auch. Und dann die nächste Frage von Robo: Warum haten Hater? Da kann ich dir gerne ein Video zu verlinken. Da beantworte ich diese Frage. Und das ist auch ein super tolles Video. Und da bin ich sehr stolz auf dieses Video. Deswegen ist es auch auf nicht gelistet und ihr könnt es nicht mehr öffentlich finden. Toll. Sehr super. Oh Gott, was beantworte ich denn jetzt? Machen wir einfach gleich mal. Was ist deine Lieblingsserie? Oh Gott, das ist jetzt schwer. Ich würde jetzt mal sagen, derzeit schaue ich gar keine Serien richtig. Wollte eigentlich Gotham mal schauen und The Flash und so weiter, als die ganzen DC-Serien. Aber irgendwie bin ich nie richtig dazu gekommen, habe zwar mal ein, zwei Folgen geschaut, aber irgendwie bin ich nicht so dazu gekommen. Ich weiß nicht, sollte ich irgendwie mal tun. Aber was habe ich denn aktiv geschaut? How I Met Your Mother habe ich geschaut, aktiv, also komplett durch. Das ist ziemlich, also es ist eine meiner Lieblingsserien. Star Wars The Clone Wars natürlich auch. Ich als Star Wars Fan habe das Ding komplett durchgesuchtet, von daher. Ich habe nicht alle Staffeln hier, aber ich habe ein paar Staffeln hier auf DVD. Auf jeden Fall eine super tolle Serie. Auch wenn sie manche nicht mögen, ich mag sie. Wurde zwar irgendwie, ich weiß nicht, im Ende hin halt immer düsterer, was ich auch gut finde, weil halt der zweite, weil das halt zwischen Teil 2 und 3 spielt und Teil 2 halt ein bisschen heller noch ist, so ein bisschen, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und Teil 3 halt dann ziemlich düster wurde und da sieht man halt in Star Wars Clone Wars ziemlich den Übergang. Eigentlich ziemlich durchdacht und cool, denke ich gerade dran. Aber ich labere ja schon wieder irgendwelchen Blödsinn, von daher, nee, denkt nicht an sowas, sondern
Als du Star Wars geklaut haben mit Yamada, habe ich. Schaut, was habe ich noch? Hör mal bei der Yamada. Ja, das ist auch eine tolle Serie. Werde wahrscheinlich nicht erkennen, die ist schon ein bisschen älter. 1996 bis 2000 irgendwas, keine Ahnung. Der Typ mit dem gab's 8 Staffeln. War mal die Nummer in und der Stadt, bevor sie ihn eingebuchtet haben. Jetzt, das Ding schaue ich mir viel zu oft an. Beziehungsweise mein Vater. Und ich schaue es auch manchmal mit. Wurdet euch nicht, sorry, aber ich feiere sowas halt. Wenn ihr es nicht mögt, dann mögt es halt nicht. Das ist meine Meinung. Und es ist halt einfach ein Stück Kindheit, deswegen schaue ich mir das immer wieder an. Hat halt ziemlich meine Kindheit geprägt, sagen wir es mal so. Sonst noch irgendwas? Danke, Mo. Ich habe sonst gar keine Serien, die ich noch geschaut habe. Nee, wirklich nicht. Nee. Dann tut mir das schon mal leid. Oh Gott, ich nehme gerade irgendwas auf und warte auf 5 Millionen Antworten. Von irgendwelchen Leuten. Geil. Dann schauen wir mal, was wir noch für schöne Fragen haben. Ich werde den Part übrigens ganz normal 20 Minuten halten. Ich schau mal, wie das geht, denn wow, erstmal ein. Das habe ich also ganz verdammt solche Abend vergessen. Nein! Ein verdammt großes Shoutout an Paper Yoshiaka Philipp, der jetzt in der Beschreibung steht und hier und jetzt zurück und in der Endcard Minuten verlinkt ist. Und warum verlinke ich den eigentlich nicht immer? Oh, keine Ahnung. Sollte ich mal machen. Auf jeden Fall, er hat mir nämlich das Gameplay geschickt, denn ich habe nicht nur die Audiodatei verloren, sondern natürlich auch das Gameplay von 3 Parts. Er hat das Ganze, was ich in 3 Parts geschafft habe, irgendwie in 2 Parts geschafft, also 40 Minuten. Da merkt man wieder, dass ich schlecht bin, aber er ist halt einfach der Profi, was das angeht. Und er hat das Spiel extra nochmal für mich durchgespielt. Und bis dahin halt gespielt, das für mich aufgenommen. Und dazu, er ist einfach toll. Jetzt auch doch mal hier im Video. Dankeschön, ich hab dich ganz lieb. Damit ich das jetzt auch mal erwähnt habe. Nicht, damit ich das auch vergesse. Denn das wäre dann nicht gerechtfertigt. Was ist dein Lieblings-YouTuber? Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Gott, mein Lieblings-YouTuber, ApoRed natürlich. Nee, wartet mal. Ja, mal alles durchschauen. Aber ich glaube, ich werde nichts finden. Ich werde wohl wirklich nicht finden, jemanden finden, wo ich sagen kann, den schaue ich am liebsten. Ja, okay, Keggy, aber da ist es halt so, damit die Videos halt ziemlich unregelmäßig kommen von ihm. Und ich da halt jetzt nicht sagen kann, oh, dass ich das aktiv schaue und der Tomb Raider Download ist abgeschlossen. Habe ich das eigentlich vorhin schon erwähnt, damit ich das Spiel hier nachher spiele? Oh, keine Ahnung. Gut. Sie scheinen tatsächlich ein Mitglied zu sein, obwohl ich sie nicht erkenne, noch so alles hier meine Abo-Liste. Ich schaue schon nach. Das ist sehr kompliziert. Tanzverbot. Obwohl ich den gleich auch ziemlich feier, aber es ist halt jetzt nicht mein Lieblings-YouTuber. Oh mein Gott, ich habe glaube ich gar keinen. Ich habe halt echt so viele, die ich schaue. Oder Jeos. Wird brenzlig. Weil der Kanal auch mega toll ist. Frank! Hallo, Chase! Hast du dich im Hotel meiner Eltern einquartiert? Aber ich weiß jetzt echt nicht, wen ich nehmen soll. Ich suche nach Winnie Papalardo und Rex Fury. Sorry. Ich kann mal im Gästebuch nachsehen. Das ist der Drachenlord. Hey, egal. Hast ein du von hier oben aus irgendwas Verdächtiges beobachtet? Nee, sorry, aber ich schaue einfach viel zu viele. Ich sollte mal wieder aktualisieren, dieses Video, was ich im Mario Kart Sommer gemacht habe, welche Kanäle ich abonniert habe. Dann muss ich dahin. Das sollte ich mal wieder aktualisieren, denn ich habe. Wie viel hatte ich denn wo ich das Video gemacht habe? Um die 100 Abos. Jetzt habe ich 180, die ich abonniert habe. Es sind ziemlich viele. Und ich schaue auch ziemlich viele. Ich habe aber, by the way, jetzt auch ganz schön viele Minecraft-Let's Player irgendwie abonniert, weil ich jetzt irgendwie in Minecraft-Hype bin durch und halt Varo auch verfolgt habe. Dadurch kam ich ja irgendwie wieder in den Varo-Hype, in den Minecraft-Hype. Ja, egal. Ich weiß nicht, wen ich wirklich jetzt hier rausnehmen sollte. Ihr dürft bitte, fragt mich sowas nicht. Nein, ich weiß es nicht.
es einfach viel zu viele tolle Leute gibt auf diesem Planeten. Es ist gerade was von meinem Kopfhörer abgebrochen. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich schaue das Ganze noch einmal durch. Ich glaube, mir fällt nichts ein. Aber wer vielleicht wissen will, welche Leute ich ziemlich feiere und unterstütze, der kann gerne auf meinen Kanal gehen. Und da gibt es eine Sektion, die heißt Die Besten der Besten. Und da sind alle YouTuber verlinkt, die ich ziemlich feiere und unterstützen will gerne. Hilft jetzt bei mir, weil ich so klein bin, zwar nichts, aber ich wollte, da sage ich halt einfach, wen ich es eigentlich am liebsten mag. Also auch Keggy auf den ersten Platz, Musician auf den zweiten, Momo HD, Hübi, Random Kai, Crypticon, Apollox, ZX, Siri Tracker, Firebro, Thomas Geiler LP natürlich auch und Flugpilz Best Ofs, die habe ich da halt alle drin. Keine Ahnung, warum ich das habe, aber ja. Das ist halt die ich eigentlich am meisten feiere. Kann man mal so sagen. Gerade auf die Idee gekommen, dass ich euch das jetzt sagen kann. Oh Gott, ich habe die Kommis jetzt gar nicht mehr hier. Ich chill hier irgendwo auf einer anderen Page. Ich weiß nicht, ob ich euch eine Monitor Monitorübertragung irgendwo einblende. Ich gehe mal davon aus, dass ich das nicht machen werde. Könnte ja was Privates dabei sein. Nee, keine Ahnung. Vielleicht manchmal, vielleicht. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt weiter mit den Fragen. Was willst du später vom Beruf werden? Das kann ich dir gleich beantworten. Und zwar gehe ich ja derzeit noch in, oder mache ich derzeit noch mein letztes Schuljahr und werde ja 2017 arbeiten. Ja. Und ich habe jetzt mal so aus meiner Sicht derzeit, ja, obwohl das Video kommt ja morgen, derzeit bald einen Aufnahmetest als Metallbautechniker. Mal schauen, ob das was wird. Das würde ich nämlich ziemlich gerne machen, weil die Firma jetzt ziemlich in der Nähe ist. Elektrotechniker, also Elektriker und so weiter, würde mich auch interessieren, gehe ich auch. Ich schaue mir die Firma auch nochmal an. Irgendwann Ende Jänner schaue ich mir eine Firma an. Also eins von den beiden würde ich gerne werden. Aber ich würde auch Mechaniker, also Kfz-Techniker und so auch nehmen. Wenn es sich wirklich so ergibt, damit dass ich das oder so. Also auf jeden Fall irgendwas mit Metall oder Elektro. Also und irgendwas Technisches auf jeden Fall. Keine Ahnung, was von den ganzen ich jetzt mehr machen würde. Aber das sind halt jetzt mal drei Berufe, die mich ziemlich interessieren und für die ich mich beworben habe. Oder vielleicht mal arbeite. Keine Ahnung. Okay, das war schon mit dem einen Kommentar. Oh Gott. Da habe ich nur noch viele böse Kommentare. Okay. Nein. Jetzt macht sich bei mir wieder ein komisches Fenster. Finde ich nicht okay. Finde ich absolut nicht okay. By the way, sorry, dass ich gerade so leise bin. Hilfe! Mein PC überfordert mich gerade. Ah! Planst du irgendwann ein Community-Projekt zu machen? Das wollte ich jetzt beantworten. Ja, cool. Also, ich habe auf jeden Fall jetzt, wo ich eine bessere Leitung habe, kann ich hoffentlich wieder fucking Splatoon spielen. Dann kann ich endlich mal wieder Splatoon bringen. Und das wird auf jeden Fall, das ist halt irgendwie auch Community-Projekt. Ich halt verstellt unter Community-Projekten Spiele, die man online spielen kann, beziehungsweise wo mal die Community halt einbinden kann. Und da könnte ich dann halt auch Privaträume und so weiter aufmachen. Würde ich gerne tun, wenn mein Internet das erlaubt. Ich weiß nicht, ist ja jetzt halt jetzt besser. Mal schauen. Ich hab's halt noch nicht probiert, ob Splatoon und so jetzt besser läuft, denn derzeit geht's ja nicht. Oder es geht halt noch immer nicht. Aber vielleicht Splatoon, Mario Kart 8 kann ich auch irgendwann mal bringen. Überhaupt, ich hätte mal so richtig Bock auf ein Turnier oder so. Wahrscheinlich bei 200 Abos wird es wahrscheinlich ein Turnier geben. Das heißt, ihr wisst schon, Mario Kart 8 Turnier halt ein normales, das wahrscheinlich ein paar Stunden geht. Oder zwei Stunden, eineinhalb Stunde, keine Ahnung. Und da das werde ich dann halt auch aufnehmen und so weiter. Aber das wird, weiß ich nicht, ob sich das recht lohnt, weil da wahrscheinlich nicht so viel mitspielen werden. Ich weiß es nicht, ob sich das auszahlen würde.
Ich weiß es echt nicht. Minecraft werde ich wahrscheinlich nicht so viele Leute finden, die das mit mir zusammenspielen wollen. Aber das ist jetzt auch mal so ein Community-Projekt, da kann man halt auch noch irgendwas machen. Vielleicht euch einen Server öffnen irgendwann mal. Ende 2017 lässt sich da gerne was regeln. Ich gehe aber mal davon aus, damit das nichts wird. Weil das halt wahrscheinlich keiner aus meiner Community so richtig interessiert. Da gibt's noch. CSGO gibt's natürlich auch noch. Das wird wahrscheinlich auch keinen interessieren. Aber das ist jetzt halt auch nochmal zur Auswahl. Da gibt's noch Spiele, die man online spielen kann. Was zur Hölle? Ich schaue nur mal kurz meine Steam Games durch. Ich habe gar nicht so viel. What the fuck? Star Wars Battlefront 2 kann man ja leider nicht mehr online spielen, was ich sehr schade finde. Wahrscheinlich geht's irgendwie ja doch, vielleicht gibt's irgendwelche Server oder so, ich habe das doch gar nicht ausprobiert. Also Community-Projekte, jetzt mal noch, um das Thema abzuschließen. Es gibt irgendwann mal, vielleicht bei 200 Abos, ein Mario Kart 8 Turnier. Das kann ich jetzt mal so festlegen, schätze ich mal. Vielleicht gibt's eins, also insofern sich halt, sorry, dass ich hier ans Mikro geschlagen habe. Sich genug Leute finden. Splatoon halt auch noch. Was gibt's noch für Super Mario Maker, verdammt. Das ist ja das Community-Projekt schlechthin. Ja, da kommt's halt jetzt drauf an. Ich weiß es nicht. Ich hätte aber schon Bock. Ich muss euch persönlich sagen, ich hab Bock. Oh lol, irgendwie habe ich jetzt wieder richtig Bock auf Super Mario Maker. Danke, Maxi, damit du mich auf diese tolle Idee gebracht hast. Jetzt mal ernsthaft, die ist super. Das ist Super Mario Maker. Das ist Rex. Vielleicht irgendwann also mal. Aber derzeit ist ja der Kanal noch ziemlich voll. Was reden die bloß? Deswegen, ja, keine Ahnung. Aber der Part ist jetzt auch fast vorbei. Ich will jetzt das Thema, ich will jetzt das alles abschließen. Und will sagen, vielleicht schauen sich das Part ja ein paar mehr Leute an, weil ich jetzt irgendwie über Themen rede. Ich habe schon die ganzen Wagen für euch besorgen lassen. Ja, keine Ahnung. Den T-Rex habe ich auch beschafft. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und das Boot. Aber hast du eine Ahnung, was das für ein Aufwand für meine Jungs war? Hier ist gerade Story, okay. Ich habe mehr Zeug auf meiner Einkaufsliste, Vinny. Alles klar, Freund. Und du wirst es mir beschaffen. Du hast mich nicht mal für den anderen Kram bezahlt. Ich habe auch Kosten. Und die Bilder, die du mir gegeben hast, taugen nichts. Was soll das heißen? Das waren Bricassos. Echt? Sehen mehr wie Gesichter aus. Beschaff einfach das Zeug, Vinny. Oder ich muss dich ersetzen. By the way, weiß ich halt gar nicht mehr, was hier alles überall abgeht, weil ich das Spiel halt schon vor 2 Wochen so durchgespielt habe und fertig aufgenommen habe. Und das Ganze halt jetzt nur noch durch die Komplikation, damit ich die Dateien hier verloren habe, so lange rausgezögert wurde. By the way, beende ich jetzt den Part, um das jetzt nicht noch länger rauszuziehen. Ich würde sagen, ihr könnt gerne noch weiterhin Themen in die Kommentare schreiben, mal schauen. Aber ich schätze dennoch, es geht sich noch. Vielleicht geht sich's aus mit den Fragen, die ich der Zeit habe, damit ich die nächsten Parts noch füllen kann. Ich werde dafür was sagen. Das war's mit dem Part. Im nächsten Part schauen wir weiter. Hier, keine Ahnung. Und ich beantworte im nächsten Part halt auch noch weitere Fragen. Und die Final Fantasy Part 38 beantworte ich die auch noch. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Einfach nur mal, um mir zuzuhören. Ich würde einfach sagen, das war's mit dem Part. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und jetzt in der Endcard ist Paper Yoshi verlinkt, den jetzt bitte alle abonniert. Okay, thanks, bye.